Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Wir sind hier immer noch in der alten Mine unterwegs, looten hier ein bisschen, durchsuchen hier alles, haben alles vollgeblutet. Ja, aber ein Zahnrad haben wir ja eigentlich schon gefunden. Wir haben keine Fackeln mehr. So. Und noch ein Ring. Was ist denn das für ein Ring? So. Ring der Gewandtheit. Geschicklichkeitsbonus 5. Was? So, jetzt. So. Das Ding ist es. Wert 160, also kriegen wir wahrscheinlich 80 nur dafür. Aber gut, dann gehen wir mal lieber zu ihnen zurück. Sehr viel Minecrawler-Sekret haben wir auch, also Zangen von denen gebitzt. Und wir sind auch auf Level 10 aufgestiegen und könnten jetzt eigentlich demnächst wieder irgendwas Neues lernen. So, wir können aber dem da einiges verkaufen. Wir haben ja eine neue Waffe auch noch in der letzten Folge gefunden. Hier das Ding. 37. Der gibt 37 Steinbrecher. Bleiben wir beim Steinbrecher. Dann können wir ihm den Rest verkaufen. So, wenn du mal Für so weit bist. Gomez. Ja, für Gomez. Kannst du mir, wenn du. So. Was können wir ihm ansehen? Crawler-Zangen behalten wir. 16 Stück haben wir. So, hier verkaufen wir nichts. Ach komm, wir verkaufen ihm den Ring der Gewandtheit. Und unser Kampfschwert. Und Knochenbogen. Haben wir uns auch noch nicht angeguckt. So, aber wir gönnen uns mal die 136. Ich würde da gerne mehr bekommen. Ich würde da gerne wirklich. Kannst du mir, wenn du mich. Jetzt habe ich das nicht gemacht. Jetzt habe ich den Handel nicht abgeschlossen. Ansonsten kriegen wir es ja nicht. Ah, doch. Wir müssen schon auf die Pfeiltaste gehen. Okay. So. Okay, wir können auf einzeln penibel genau. Da geht's ja auch noch weiter. Waren wir da unten schon? Ich bin mir nicht sicher. Sklaven. Doch hier waren wir schon mal, aber nicht in der heutigen Session. Ich gehe mal davon aus, dass es da drin ist, was ich suchen muss. So, und gucken wir uns eigentlich mal die Waffen an. Der gibt 36, der hier gibt 40. Okay, wir bleiben beim Langbogen. Das überleben wir. So, dann verkaufen wir ihm den Knochenbogen. Und gehen dann nochmal hoch zu Ian. Geben ihm das Zahnrad. Für Gomez. Für Gomez. Kannst du mir erben, wenn du mir. So. Genau, hier. Immerhin gibt er mir jetzt exakt 100 für. Und auf zu ihm. Geben wir ihm den Zahnrad, was er haben wollte.
hier lang war das, der Weg. Was sagt denn die Uhr? 17:06 haben wir schon im Spiel. Ja, wenn das passiert, meine ich noch. Ian, ich hab hier was für dich. Für Gomez. Für Gomez. Ich hab das Zahnrad. Ich habe das Zahnrad. Hey, gut gemacht. Ich denke, das wird klappen. Nun zu dir. Du suchst das Nest der Mindcrawler. Geh mal zu Asghan. Er soll das Tor öffnen, damit du die dunklen Schächte durchsuchen kannst. Sag ihm einfach, alles wird gut. Dann wird er wissen, dass ich die Erlaubnis gegeben habe. Ich suche immer noch das Nest in Crawler. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Okay. Also, durch das Tor. Auf zu Asghan. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Man darf auch nicht alle... So. Ich dachte... Das ist... Dann schauen wir mal, wie wir uns da gleich schlagen werden. Durchschlagen werden. Wahrscheinlich gehen wir drauf. Und zwar mehr als nur einmal. Aber wir werden da noch ein Safe Game machen, bevor wir reingehen. Und ich hätte gerne vielleicht eine Fackel. Okay. Hat mich voll überrascht. So viel Erz, ich würde gerne alle mitnehmen. Einfach klauen, wegnehmen. So. Machen wir hier. Und für Gomez. Für Gomez. Hier muss hier irgendwo ein Nest der Mindcrawler geben. Es muss hier irgendwo ein Nest der Mindcrawler geben. Dieser ganze verdammte Berg ist ein einziges Nest. Warum ist dieser Schacht versperrt? Egal wie viel Crawler wir getötet haben, von dort kamen immer wieder mehr. Dann wird dort irgendwo ein Nest sein. Lass mich das Tor öffnen. Nein, erst wenn Ian die Erlaubnis gibt, wird dieses Tor geöffnet. Vorher geht gar nichts. Hey Asghan, du kannst das Tor öffnen. Hey Asghan, du kannst das Tor öffnen. Ich habe dir schon einmal gesagt, nur wenn Ian... Asghan, alles wird gut. Und einen schönen Gruß von Ian. Na gut. Wenn Ian die Verantwortung übernimmt, aber nur unter einer Bedingung. Spuck's aus, was für eine Bedingung? Besorge erstmal 2 bis 3 Templer zur Verstärkung. Ich will nicht alleine hier stehen, falls die Crawler aus dem Schacht kommen. Okay, mit den Templern quatschen. So, ich quatsch mal so viele Templer an, wie ich kann, wie ich finde. Da ist. Da vorne sind welche. Quatschen wir die mal an. Was liegt an? Was liegt an? Hör mal. Musst du eigentlich jeden anquatschen, der hier rumläuft? Ja. Gorna Kosch. Mal mit dem, wenn er fertig geraucht ist. Geraucht hat. Ich weiß, wo das Nest der Crawler ist. Ich weiß, wo das Nest der Crawler ist. Und werde hineingehen und etwas suchen, aus dem Kalom ein stärkeres Elixier brauen kann. Dann wirst du meine Klinge brauchen. Ich bin dabei. Gut. Wir treffen uns beim großen Durchgang. Lass mich vorbei. Gut, Gornavid. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin auf der Suche nach Sekret für Kalom und weiß, wo sich das Nest der Crawler befindet. Wenn der Durchgang geöffnet wird, bist du dabei. Der Kampf gegen Crawler kostet Blut. Wenn du mir einen Heiltrank bringst, bin ich dabei. Jo, alles klar dann. Hier. Hier, vielleicht hilft dir das. Danke. Du kannst auf meine Stärke zählen. Wir treffen uns unten bei Asghan. Ich werde dort sein. So, okay, wo haben wir noch mehr Templer?
Oben haben wir wahrscheinlich. Der eine will ja nicht. Der will ja nicht. Seine Hilfe kann ich verzichten. So, dann oben bestimmt noch eine. Irgendwo. Bei Ihnen war doch noch irgendwo einer. Vielleicht gibt es hier noch mehr mit Namen. Was ein Gardist. Wir suchen mal alle, die wir finden, die einen Namen haben. Alle Templer. Oder wir quatschen wirklich jeden Templer an. Gornabar. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin auf der Suche nach Sekret für Kalom und glaube zu wissen, wo das Nest der Crawler ist. Wenn der Durchgang geöffnet wird, bist du dabei? Das Nest der Crawler. Endlich. Mein Schwert kämpft für dich. So, was lass mich dem? Mal vorbei. Was liegt an? Was liegt an? Wir sind hier, um die Crawler zu jagen. Dass wir damit gleichzeitig die Butler beschützen, kann allen Beteiligten ja nur recht sein. Was wir aber wirklich wollen, ist das Sekret der Crawler. Aus dem Sekret der Mindcrawler-Zangen braut unser Guru Kor Kalom magische Tränke. Okay. Den kann ich nicht dazu holen, aber oben gab es bestimmt noch mehr mit Namen. Gucken wir mal. Ja, der ist noch am Saufen. Ja, aber ich sehe hier jetzt erstmal keinen. Wir gucken erstmal noch weiter. Gibt es hier noch jemanden vielleicht? Ulbert. Für Gomez. Für Gomez. Was ist an dem, was ist in dem Lagerschuppen? Was ist in dem Lagerschuppen? Das geht dich nichts an. Solange herumstehen, macht bestimmt durstig. Solange herumstehen, macht bestimmt durstig. Und wie? Mann, ich könnte wohl den einen oder anderen Schluck vertragen. Hast du was dabei? Ja, hier. Hier, trink einen auf mein Wohl. Danke. Jo, erstmal saufen. Gibt es denn jetzt in den Schuppen etwas Besonderes? Gibt es denn jetzt in dem Schuppen was Besonderes? Ein paar Truhen, in denen wir Vorräte lagern. Allerdings ist der Schlüssel verschwunden. Verschwunden? Ich wette, Aleph hat da seine Finger im Spiel. Dem Kerl kann man nicht trauen. Ulbert weglocken? Hör zu, Ian und die anderen sitzen unten und lassen sich gebratenes Fleisch schmecken. Was? Ohne mich? Na, ich werde mir meinen Anteil schon holen. Lass mich vorbei! Ja, egal. Dann habe ich den jetzt ein bisschen angelogen. Aber ich bin nicht ins Lager gegangen, um irgendwas zu klauen. Das heißt, dem wird dann nichts fehlen. Also kann der dann nicht allzu böse auf mich sein. So. Jetzt brauchen wir aber noch ein paar Templer. Aaron. Der Aaron schon wieder. Ich hätte gern ein oder zwei Templer mehr. Das sind ja immer die mit Namen, die da runtergehen. So, mal gucken, wen wir noch hier alles finden. Hier ist auch noch ein Minenschacht. Ne, hier ist... Okay, hier ist nichts. So, ich werde eben angerufen. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Dann gehen wir jetzt hier nochmal rein. Beziehungsweise nach oben. Gucken mal, wen wir hier noch finden. Den wir für die Operation unten da anheuern können. Mit in den Tod schicken. Den hier glaube ich eher nicht. Ja, jetzt erstmal zu Ende rauchen, genau. Ich bin auf der Suche nach dem Crawler. Ich bin auf der Suche nach dem Crawler-Nest. Wende dich an Gornavit, Gornakosch oder Gornabar. Die kennen sich da unten bei den Crawlern besser aus als ich. Bis dann. Möge der Schläfer erwachen. Ich habe so ein Gefühl,
Der Schläfer ist nicht das Gute, was wir alle glauben. Oder was uns erzählt wird. So. Okay, sind eigentlich alle drei Seiten irgendwie scheiße. Und hier die Leute von der Sekte, vom Sumpflager, die sind noch eigentlich am freundlichsten von allen. Muss man ehrlich sagen. Aber ich trau dem gar nicht. Die Feuer- und Wassermagier, beziehungsweise das alte Lager und das neue Lager, die sind zwar scheiße zu mir, aber die sind wenigstens, habe ich das Gefühl, die sind noch ehrlich. Die sagen mir einfach ins Gesicht, dass sie mich scheiße finden. Ja, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich selber einfach in der Vergangenheit zu viel Scheiße erlebt habe. Und so, Nettigkeit, Freundlichkeit und so weiter irgendwie selber eher misstrauisch gegenüber bin. So einfach aus Prinzip, so traue ich dem nicht. Aber egal, wir gehen dann jetzt mal runter und ins Nest der Minecrawler. Und mal gucken, vielleicht überleben die drei Templer das, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Vielleicht warten, halten die da einfach eine Wache, kann auch sein. Sehen wir uns auf jeden Fall gleich mal an. Alter, wie das am Vibrieren ist. So, die warten da alle auf mich. Machen wir hier ein Safe Game. Quatsch, für Gomez! Für Gomez! Alle Vorbereitungen sind getroffen, das Tor kann geöffnet werden. Alle Vorbereitungen sind getroffen, das Tor kann geöffnet werden. In Ordnung! Dann öffne du den Schacht! Der Tanz kann beginnen! Lass mich vorbei. Die Winde klemmt. Wieso klemmt die Winde? Lass mich vorbei. Lass mich vorbei. Lass mich mal vorbei. Alles klar. Wie viele kommen da? Lass mich vorbei. Nee, warte. Lass mich vorbei. Ja, erstmal was essen. So, was essen wir? Wir essen mal die Suppe. So, irgendwann muss das hier doch wieder voll werden von der Gesundheit. Das sind aber sehr, sehr viele. Höllenpilze müssen wir auch noch mal ein bisschen reduzieren. Sind auch schon sehr viele, die wir hier haben. Im Minecrawler, das da sind. Jo! Lass mich mal vorbei. Das wird noch eine ordentliche Aufgabe gegen so viele. Aber wir werden unser Sortiment hier mal ein bisschen los. So, das dauert noch ein bisschen, bis es wieder voll ist. Haben wir gleich 40 Stück gefressen oder was? Ja.
Kann ich jetzt das Tor öffnen? Die Winde klemmt. Für Gomez. Die Winde klemmt. Jetzt komme ich nicht mehr rein. Die Winde klemmt. Erwache! Der Schläfer, erwache! Erwache! Der Schläfer, erwache! Lass mich vorbei! Erwache! Möge der Schläfer dich schützen. Die und ihre Schläfer. Da oben vielleicht noch irgendwas machen? Das Ding ist zu. Ich komme da nicht mehr rein. Also die Winde klemmt. Hier haben wir noch einen Gardisten. Habe ich es jetzt vermasselt? Nur eine begrenzte Anzahl möglich aufzumachen. Die Winde klemmt. Sie klebt der Minecrawler. Ich habe genug Templer versammeln können, was uns wohl in der Dunkelheit hinter dem Tor erwartet. Jetzt nicht mehr durch, ja? Muss ich jetzt hier laden? Für Gomez. Jo. Alles in Ordnung. Lass mich mal. So, okay, dann lassen wir jetzt mal offen. Ich sehe da aber kaum welche. Lass mich mal vorbei. Willst du mich angreifen? Nein, ich will dich Lass nicht angreifen. Lass mich mal vorbei. Dein Glück, aber ich hätte dir auch gerne die Fresse. Hä? Okay, jetzt ist die Frage: Was gibt's denn dahinter? Erzklumpen. Boah, ich brauche eine Fackel. Ich habe aber keine Fackeln bei mir, oder? No, kein Fackel. Nix Fackel. Gehe ich mir ausnahmsweise mal eine Fackel holen. So, wo waren denn? Der Händler war ja hier in der Nähe. Da. Ich hoffe, der hat eine Fackel für mich. Für Gomez. Für Gomez. Kannst du gewinnen. So, Fackel, bitte sag mir, du hast eine Fackel. Der hat keine Fackel. Habe ich keine Fackel. Ja, gut. Was mache ich dann ohne Fackel? Im Dunkeln? Ich renne da gleich in meinen eigenen Tod, wenn ich nichts sehe. So, wie sieht's hier aus? 31.450 von 33.000. Ich
ja auch nicht mehr viel, was wir brauchen. Aber warte mal. Genau, 10 Lernpunkte haben wir wieder. Ich mache hier ein Save Game. Und dann gehen wir mal rein. Ich sehe aber nichts. Ich muss auf einen anderen Bildschirm gucken. Ich bin tot. Weil ich nichts sehe. So, ich muss wirklich auf den anderen Bildschirm gucken. Da kommen schon die nächsten. Boah, ich muss aber weiter da hinten hingehen, wo ich mehr sehe. Hier kann ich besser sehen, aber auch da sind welche. Ich hier vielleicht in Einstellungen. Hier vielleicht. Nee, hier kann ich das nicht machen. Vielleicht Video. Helligkeit vielleicht. Kleines bisschen. Weil ansonsten erkenne ich nichts, sehe ich nicht. Noch ein bisschen mehr. So. Das ist nur übergangsweise, damit ich hier ein bisschen was erkenne. Ja, jetzt sehe ich was. Jetzt erkenne ich auch was. Jo, jetzt greift den doch auch an. Okay. Neuer Versuch. Nochmal ein Stück Energy. Ja, komm, bitte ihn doch mal. Nein, das Falsche. So, hier. Das müssen wir jetzt schaffen. Beziehungsweise ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.